Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Wolfenhain. Im letzten Part haben wir hier ein Schiff gefunden und ich bin ehrlich, wir sind zwar auf dem falschen Weg, aber auf dem richtigen Weg, weil Nebenquests. Und den Teil hier habe ich tatsächlich auch noch gespielt, das. Deswegen weiß ich, was jetzt kommt. Was sind das für widernatürliche Laute, die aus der Lichtferne tief empordringen? Ein Wal. Du musst es dir unbedingt fragen, Jungchen. Schmecke die Reinheit des Lichts, abscheulicher Fisch der Finsternis. Sieht jemand seinen Schwanz? So eine Trophäe wirkt auf Neid wie ein Schwamm. Okay. Ja, wir können hier. Pfui. Drei Dinge anvisieren. Ich hole die Eule, die Eile. Eile mit Weile. Ich mach mal den Feuerwirbel, weil der tatsächlich ziemlich gut reinhaut. Komm schon, Gisulf. Und macht dann erstmal ein Blasloch kaputt. Analyse auf den Wal. Walfisch, Stufe 9. Na. Stärke, Wucht und Luft, Schwäche, Klinge, Feuer. Das klingt doch gut. Klinge, Fackelwirbel geht leider nicht mehr. Ja, komm. Ich benutze eh so selten irgendwelche Sachen. Igitt. Lohnleit auf das Ding da. Sie benutzt einen Heiltrank auf sich selbst. Und jawohl, der Splint. Perfekt. Wow, hilft natürlich trotzdem nichts. Ich greife jetzt mal so an. Ja. Ja. Meine arme Eule. Nein, nicht Diebstahl. Auf die Eule. Also ich hatte bei meinem anderen Spieldurchlauf auch so massive Probleme. Na, was heißt massiv? Also eigentlich ist es ja schon eher easygoing hier gerade, aber. Fackelwirbel. Ich könnte allerdings auch hier die Typen ein bisschen schneller machen. So. Oh. Egal. Ich hoffe, das Viech. Jawohl, ist kaputt. Perfekt. Ich glaube, das mochte er nicht.
Okay. Das ist das letzte Mal, glaube ich, nicht passiert. Alles klar. Der macht das jetzt jede Runde? Ach du Heilige. Okay, ich hätte die Blaslöcher nicht kaputt machen sollen. Oh, verflucht. Aber warum hat er das das letzte Mal nicht benutzt? Ich hoffe, man kann von der Blutung nicht sterben, weil sonst habe ich ein Problem. Nein, okay. Er kann von der Blutung nicht sterben. Sehr gut. Ach du Heilige. Ich würde trotzdem gerne noch klauen. Okay. Die Runde hätte ich mir sparen können. Oh nein. Ja, also wenn ich jetzt sterbe, dann werde ich die Blaslöcher nicht töten. Oh, sehr gut. Vielleicht habe ich ja Glück und ich überlebe das alles noch. Ich glaube es zwar nicht, aber hey. Komm schon, Gisulf. Schade. Da war ich zu gierig. Ich hätte heilen sollen. Egal. Tja, das passiert, wenn man nicht genug bekommt. Okay. Ja, das bedeutet also, ich werde. Ich bin am Überlegen, ob ich die Blaslöcher nicht einfach nur genau. Ja, ich glaube, die Blaslöcher werden nur beklaut, sage ich jetzt mal. Und ich benutze hier gleich einen. Ja, wieder natürliche Laute, bliblablub. Okay. Oder ich mache einen von den Blaslöchern kaputt und der andere bleibt da. Hallo? Okay. Eule. Und er macht Fackelwirbel. Dann machen Waldrada und die. Ne, die Eule macht erst Analyse, Waldrada macht aber flinke Säfte. So, genau, noch ein Wassereimer, sehr gut.
flinke Säfte auf sich selbst. Analyse. Genau. Flinke Säfte. Auf ihn noch. Sie macht dann den starken Heiltrank auf Valdrada. Oh Gott. Jetzt könnte doch der eine zumindest mal sterben. Das wäre ganz nett. Immer noch nicht. Oh Gott, ey. Okay. Okay, jetzt ist aber kaputt. Sehr gut. Die macht jetzt mal noch flinke Säfte auf sich selbst. Und das eine Blasloch ist mir deutlich lieber, als dass der dann ständig dieses Harpun-Ding macht. So, und er kann ja weiter das Lohenleid machen. Das geht ja auf einen. Damit habe ich ja gar kein Problem. Valdrada hat jetzt nur keine MP mehr. Aber egal. Dafür die Eule ja noch. Ein letztes Mal das Lohenleid. Ja. Valdrada muss mit Magie angreifen, sonst macht die ja gar keinen Schaden. Ich habe gedacht, vielleicht lasse ich sie angreifen, bis das Viech mal vergiftet wird, aber wer weiß, wie lange das dauert. So, und ob die Eule jetzt überlebt oder nicht, ist mir eigentlich relativ wurscht. Die hat ihr Soll erfüllt. Vielleicht kann ich mit der nochmal eine Analyse machen. Dass ich weiß, wie viel HP das Viech da noch hat. 630. Oh Gott, und ich dachte, ich habe es fast besiegt. Naja. Dann kriegt die Eule halt doch noch einen Heiltrank. Ach du Heilige. So. Weil 4 Partymitglieder sind dann doch besser als 1. 3. Oh Gott.
Die bekommen einen normalen Heiltrank. Jetzt komm schon, stirb endlich. Ja, endlich. Gott sei Dank. 2000. Oh, ja, okay, immerhin. Flosse des Wals gefunden. Brunner Stufe 8 erreicht. Yay. Und noch zweimal Fleisch. Sehr gut. Genau, und wir können jetzt hier noch weiter bis hierhin. Ich speichere mal nur schnell ab, dass wir den ganzen Scheiß nicht nochmal machen müssen. Und wir gehen hier hin. Na, was ist das nur für ein sonderbarer Ort? Hm, ich frage mich, was hier passieren könnte. Nanu, wer ist das, der die Wurzel lesen kann? Die Stimme kam doch von dem Haus. Aus dem Haus? Nein, das ist es ja gerade. Sie kam von dem Haus. Du musst dich geirrt haben. Warum wartet ihr beiden nicht einfach beim Schiff? Los, Brunnen, das sehen wir uns an. Solche wie euch habe ich nicht erwartet. Was habe ich dir gesagt? Es ist das Haus selbst, das spricht. Ihr solltet wirklich besser gehen. Jetzt. Es wirkt. Es wirkt wie Hexenwerk. Großartig, nun ist es passiert. Ich glaube nicht, dass ihr freundlich seid. Ihr wirkt eher wie Feinde. Stampfen werde ich, zertreten werde ich, böse hacken werde ich. Hör auf, Haus! Eine wie du in der Gesellschaft von solchen? Ich weiß, dass damit jemand beleidigt wurde. Aber wer? Du erkennst mich also als das, was ich bin, Haus. Der Funken ist schwach, aber unzweideutig vorhanden, ja? Du bist eine von den Naturweberinnen. Das Ding wollte Hexen sagen. Was soll der Mummschanz noch? Schwierige Gäste. Sehr schwierig. Die eine ist einzuladen, die anderen zu zerstampfen, zu zerhacken, zu zertreten. Was nun? Mach doch beides, Haus. Damit scherzt man nicht, Küken. Wer sagt, dass ich Scherze, Giftmischer? Soll ich hier und jetzt prüfen, wie feuerfest das Haus gebaut wurde, Hexenweib? Na los, wag es, Paladin. Wo hast du die Fackel her? Paladin Grundausstattung. Klar. Wartet, wartet alle beide. Haus, lass mich ein. Ich muss mit deiner Herrin reden, damit es nicht zur Katastrophe kommt. Wenn du dich darin zu verstecken suchst, denke immer an die Fackel. Merkwürdige Zeiten, merkwürdige Leute. Dann tritt ein, aber gibt Acht. Ich rate ich dir, die Herrin ist streng. Diese da nicht. Dankrun, du? Seit wann hast du denn ein Krähenhaus? Schweig, törichtes Ding. Oh, vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Spiele mir nicht die Verletzte, du Närrin hast einen Hexenjäger zu meinem Haus geführt. Einen Hexenjäger. Du solltest dich hören, du redest genau wie die alte Walburga. Soll das heißen, ich sei nicht die erste Hexe, deren verborgenes Heim du dem Feind offenbart hast? Na? Bei Safaun, ich wusste es. Vom ersten Tag an wusste ich, dass eine wie du nichts taugt. Eine wie ich? Was willst du damit sagen? Eine selbstbezogene, verantwortungslose, untalentierte, idiotische, hinterwäldlerische, dumme Gans. Na, so ausführlich wollte ich das gar nicht hören. Und überhaupt, ich bin eine Hexe, genau wie du. Eine Hexe wie ich hätte niemals das Haus einer Mitschwester an die Hexenjäger verraten. Du nennst mich eine Verräterin? Und ab! Ich glaube, die mögen sich nicht. Und du willst dich eine Hexe nennen? Ich wurde in den Kreis erhoben, ich wurde gewählt wie du. Meine Stimme hast du nicht bekommen. Was willst du damit sagen? Ich hatte gegen dich gestimmt, Valdrada, und glaube nicht, auch nur eine der anderen Hexen war wirklich von dir überzeugt. Du bist eine Notlösung, mehr nicht. Der Kreis musste wieder aufgefüllt werden. Einige meinten um jeden Preis. Denen verdankst du die nötigen Stimmen. Ich wollte lieber warten, bis jemand erschiene, der die Aufnahme auch wirklich verdiene.
Schön, dass sie lacht. Waldrada, das ist es also. Du trägst mir die Geschichte mit dem Fischersjungen immer noch nach. Wie? Lächerlich. Was versuchst du dir einzureden, Närrin? Ich habe ohnehin nie verstanden, was du an Ansgar... Nenne diesen Namen nicht. Diese betrügerische Kreatur. Er hätte mich haben können. Mich. Und stattdessen hat er mit so etwas wie... Hey, pass auf, was du gleich sagst. Vermutlich ist er nun glücklich in dem Tümpel, in dem er nun lebt. Du hast Ansgar in einen... Zumindest weißt du, wie und wann eine Hexe lachen sollte. Nanu, klingt fast wie ein Friedensangebot. Bilde dir nichts ein. Beim Blickduell sah ich deinen Geist. Er ist und bleibt der einer dummen Gans. Einer dummen Gans ohne Schlagfertigkeit nebenbei. Aber zumindest ist dein Geist frei von Verrat. Eher bist du diejenige, die übertölpelt wurde. Du weißt davon? Das Gift. Natürlich weiß ich davon. Ich sagte doch, ich las in deinem Geist. Also vertrödle nicht meine Zeit, sondern gib mir Walburgas Botschaft. Lasst euch lesen, Wurzelzeichen. Walburga, du verlangst viel. Du hast eine einflussreiche Freundin darin, aber ich bin noch nicht überzeugt. Zeige deinen Wert. Erweise dich als wahre Naturweberin, dann sehen wir vielleicht weiter. Eine Prüfung? Natürlich. Erprobe dein bisschen Kraft am peitschenden Baum, das ist alles. Ein peitschender Baum? In was für eine Art Prüfung willst du mich hetzen, Dankrun? Hast du etwa Angst vor Gehölz? Du, eine angebliche Hexe? Ich bin kein unerfahrenes Küken, das nicht um die Kraft mancher Bäume wüsste, Dankrun. Gut, deine Instinkte scheinen also ansatzweise genug vorhanden, dich warnen zu können. Verstehe, der Test hat bereits begonnen. Und was mache ich so lange mit den beiden vor der Tür? Um die musst du dich nicht weiter sorgen. Vorerst. Wage es nicht, mit deinem liederlichen Kleid mein Bett zu beflecken, Waldrada. Entschuldigung. Sonnendottersalbe, Traumschwund, Erntelieb, Fluchwarz, Pechpaste, Federleicht, Schattenhauch. Der Schrank ist übervoll mit den Zeugnissen hoher Hexenkunst gefüllt. Ach, wie fein Dankrun das alles kann. Die eitle Ziege huldigt sich damit doch nur selbst. Ich bin die Dankrun. Ich esse nur frisches Obst und Gemüse. Jeder sollte... Nee. Was nuschelst du da an meiner gesunden Schale? Gar nichts, meine Liebe, gar nichts. Also so bist du vor den Hexenjägern entkommen. Herunter mit dir. Die Pfanne riecht nach gar nichts. Ein Beweis für die tadellosen Abwaschkünste und perfekten haushälterischen Fertigkeiten der Bewohnerin. Zeichen unseres herrlichen Safauns. Sie hat einen ganzen Bund fauliger Schleierhüte. Einen ganzen Bund. Okay. Ah, sie hat die Erntezeit genutzt und allerhand Nützliches eingeweckt. Streberin. Okay, dann gehen wir mal raus. Und wo, bitte sehr, geht es nun zu diesem peitschenden Baum? Hm. Da vermutlich. Ja, das habe ich tatsächlich noch mitbekommen. Also, oh nein. Komm doch her, du Blöder. Danke. Waldrada erhält Koboldpulver. Yay. Okay. Den Stein da hochschieben. So. Yay, 150 Erfahrungspunkte. Sie holt so langsam auf. Okay. Das machen wir jetzt noch in der Folge und dann, ja.
Wer betritt ungeladen meine Aue? Du erinnerst mich an einen Baum im nördlichen Wald. Sprich mir nicht vom fernen Holz, Kurzlebige. Dort lebt man nicht im Schatten des Gebirges. Dort weiß man nichts von verborgener Macht, die das Wurzelwerk lockt. Dort duldet man die Menschen. Duldet? Was machst du da? Meinem Namen alle Ehre. Und nun vergehe unter meinen schwingenden Ästen. He, die Wespe, die du schlagen willst, hat einen Stachel. Mehr Mücke als Wespe. Hältst du dich etwa auch für eine Naturmeisterin wie die hochnäsige Göre in ihrem Stelzenhäuschen? Du musst von Dankrund sprechen, ihr kennt euch. Unsere Beziehung ist spezieller. Sie hat bewiesen, von Wert zu sein. Ha, was Dankrund kann, das kann ich auch. So? Dein Scheitern könnte zumindest unterhaltsam sein. Es sei, ich prüfe dich. Erforsche dein Wissen, gebrauche deine Intuition, versuche mich zu meistern. Ich hasse diese Rätsel, ich sag's jetzt schon. Versagst du, ist es dein Verderben. Wer frisst mit Vorliebe Eisen? Rätsel? Das ist alles? Antworte. Ja, wer frisst mit Vorliebe Eisen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich sehr oft geladen habe. Falsch, allzu Kurzlebige. Ich wusste, dass Ofen falsch ist. Ich wollte euch nur zeigen, wie das Game Over da aussieht. Natürlich. Ja. Wer frisst mit Vorliebe Eisen? Nee, das war nicht... Oder war es der Kamin? Ich glaube, also irgendwann kam mal Wort Ofen oder Kamin vor, das weiß ich noch, aber... Falsch, nein, okay. Vier Buchstaben. Ach ja. Ach ja, das war so dämlich. Ich weiß es wieder. Ja. Nein. So. Der Rost. Richtig. War's das schon? Frechdachs, die nächste Frage wird keine so billige Kleinigkeit sein. Wer ist stets in seinem Bett und doch ständig unterwegs? Das wusste ich. Beim letzten Mal auch schon. Sofort. Ohne irgend... Hier so... Tipps. Weil Flussbett. Richtig. Die letzte Frage wird zeigen, ob es dein weiches Fleisch mit hartem Holz aufnehmen kann. Wer wird kalt, wenn es warm wird? Der Ofen oder der Kamin, ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt mal kurz den Ofen.
Richtig. Erstaunlich. Vielleicht steckt doch mehr in dir, als der kümmerliche Anblick verrät. Wie bitte? Du hast meine Prüfung bestanden, Fleischliche. Empfange den Lohn. Hexenhut, yay. Ist es das, was ich denke, dass es ist? Ah. Ein Hexenhut? Ah, hey, was sonst? Und er ist für mich? Ach, nicht mehr, wenn du ihn nicht bald aus meinem Mund nimmst. Entschuldigung. Waldrada erhält einen alten Hexenhut. Yay. Gewitzt bist du also, doch hast du auch Mut? Gaffe nicht so ratlos. Ich mache dir ein Angebot. Du löst ein zusätzliches Rätsel. Gelingt es dir, erhältst du weiteren Lohn. Scheiterst du, sind deine Knochen schließlich doch mein. Ich wag's. War es Mut oder Gier? Wir werden sehen. Was ist dein? Doch verwenden es andere häufiger als du. Das weiß ich auch. Ich bin so klug. Das wusste ich auch damals sofort. Richtig. Und? Was krieg ich? Wissen. Wissenheit. Waldrada lernt das Rezept für starke Heiltränke. Du durftest soeben von tiefen Wassern schöpfen. Versuche zu wachsen und zu gedeihen, Kurzlebige. Tadadada. Moment, erst noch die Ausrüstung. Geist plus 8. Ja, nehme ich. So, damit wäre der Part für heute auch erledigt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.